So, es geht weiter mit Sachsen. Das kennen, glaube ich, die meisten. Und ab dafür. So. Ist eigentlich bekannt geworden dadurch, dass man eben die Höhe wechseln kann. Und ist, glaube ich, immer noch ein absolut geiler Smap. Und die Atari 2600 Version ist immer noch sehr, sehr merkwürdig. Wo bin ich denn jetzt wieder drauf gegangen? So. Genau, hier muss man ein bisschen aufpassen. Das ist die Arcade-Version. Das stirbt man an jeder Straßenecke. So. Ich sollte mal ein bisschen mehr. Ja, Initials, genau. Richtig. Ach, jetzt kann man gar nicht direkt nach End. Jetzt muss man einmal durchscrollen. Na, natürlich. Möchte gerne nochmal. Danke. So, das Ganze nochmal. Die Intellivision-Version, weil ich gerade auf den Atari rumhacke, war auch ein bisschen eigenwillig. Die Coleco-Version ist natürlich großartig. So. Jawohl. So, da seht ihr. Genau, stimmt. Jetzt muss man wieder. Genau, da muss man wieder gucken, dass man da die Höhe erreicht. Ach, Fuel muss ich ja auch noch haben, stimmt! Ich muss ja auch noch tanken. Stimmt! Stimmt! Stimmt, da war ja was. Ach du meine Güte, ey. Das ist doch der Tank, oder nicht? Alter. So. So, jetzt geht's nämlich los. Der Vorteil ist, man sieht anhand des Lasers, ob man durchkommt oder nicht. Der schmutzige Trick, wie man sieht, funktioniert auch im Arcade. So. Boss? Ja, Boss. Gib auf! Yes! Aber kam nicht schon dieses Viech, wo man da die verschiedenen Teile abballern muss? Oder kommt das erst später? Ah, es ist ein geiler Smap. Wie gesagt, 1982, ne? Also, wenn man so will, wieder diese Sprüche machen von revolutionär. Das ist revolutionär. Jetzt gehe ich alle 2 Sekunden drauf, oder was? Alter! Was soll das denn? So. Habe ich gepennt. Super. Jetzt habe ich Initials. Ich freue mich. Nein, also man kann sich das ja nicht mehr vorstellen, so, wenn man sich vorstellt, wo heute Sega gelandet ist. Aber die waren mal ganz großartig in den Arcades vertreten. Also,
Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding in den deutschen Pommesbuden dieser Welt spielen durfte. Ich glaube nämlich nicht. Aber vor einer Fracht, nein, es gibt kein Autofeuer. Natürlich nicht. Ich freue mich nicht über dieses Pfeifen. Na komm. Ah, also man kann so die Höhe erahnen. So. Wow. Ich hasse es. So. Problem ist natürlich auch, wenn man so ziellos rumballert wie ich, kann man sich damit natürlich auch wunderbar ablenken, wie ich gerade wunderbar demonstriere. So, nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Aber ist das jetzt der gleiche Level? Hat die nicht mehr? Ach, Menno! Nicht davor knallen. So. Nochmal. So. Wann kommt denn jetzt der richtige Boss? Ist das jetzt wieder der gleiche Level, nur schwieriger? Das Problem ist natürlich, es sieht alles gleich aus, ne? So. Okay, das sind auf jeden Fall Flieger, die sind düsterer. Da sieht man auch kurz dieses Zielkreuz. Da weiß man, dass man die richtige Höhe hat. Boah Gott. Danach geht es hier von vorne los. Wo ist denn dieses Viech, wo man diese ganzen Türme abballern muss? Ist das Super Saxon? Vertue ich mich so? Egal, dann habt ihr sozusagen theoretisch schon alles gesehen. Ja, das war Saxon als Arcade. Großartiger Titel. Überhaupt keine Frage. Aber ich dachte, da gibt's mehr. Das ist da. Herzlich willkommen zum Club Nostalgische Verklärung leicht gemacht. Und ja, egal. Ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommt Super Saxon. Seid mal gespannt. Bis gleich.